diesem Film gezeigten Beispiele legen dar, dass die Erde speziell für das Leben geschaffen wurde. Die bis jetzt erwähnten Fakten sind nur ein Überblick über die vielen empfindlichen Gleichgewichte, die für die Lebewesen auf der Erde von entscheidender Bedeutung sind. Der amerikanische Astronaut Hugh Ross hat eine Liste für das Leben auf der Erde notwendigen Eigenschaften angefertigt und in seinem Buch Der Schöpfer und der Kosmos veröffentlicht. Erdanziehungskraft. Wäre sie stärker, die Atmosphäre würde zu viel Ammoniak und Methan enthalten. Wäre sie schwächer, würde die Erdatmosphäre zu viel Wasser verlieren. Die Dicke der Erdkruste. Wäre sie dicker, würde zu viel Sauerstoff von der Atmosphäre an die Erdkruste abgegeben. Wäre sie dünner, sowohl die vulkanischen als auch tektonischen Aktivitäten wären dann zu groß. Seismische Aktivitäten. Mehr Aktivität, es würden zu viele Lebensformen vernichtet. Weniger Aktivität, Schwemmstoffe auf den Meeresboden würden nicht durch tektonischen Auftrieb zurück an die Kontinente gelangen. Tag- und Nachtphase. Wäre sie länger, die Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht wären zu groß. Wäre sie kürzer, wären die Windgeschwindigkeiten in der Atmosphäre zu groß. Die Ozonschicht der Atmosphäre. Wäre sie dichter, die Oberflächentemperatur würde zu weit absinken. Wäre sie durchlässiger, dann wäre die Oberflächentemperatur zu hoch und zu viel ultraviolette Strahlung würde die Erde erreichen. Diese Gleichgewichte, von denen hier nur wenige genannt wurden, verdeutlichen einmal mehr, dass der Materialismus, der auf der Grundlage basiert, das Universum sei durch Zufall entstanden, eine große Täuschung ist. Der wissenschaftliche Beweis zeigt, dass Gott das gesamte Universum und alle Lebewesen geschaffen hat. Es ist die Pflicht des Menschen, dies zu bedenken und Gott zu danken, der ihn das gesamte Universum geschaffen hat. In einem Vers des Koran wendet sich Gott mit folgenden Worten an die Menschen. Gott ist es, der die Erde euch zu einem Rastplatz und den Himmel zu einem Zeltdach gemacht hat, und der euch formte und eure Gestalt schön machte und euch mit Gutem versorgte. So ist Gott euer Herr, segensreich ist Gott, der Herr der Welten.